Der Bundesverband Kinderhospiz ist der Dachverband der Kinderhospize in Deutschland. Unter diesem Dach sind die ambulanten Kinderhospizdienste und die stationären Kinderhospize zusammengeschlossen. Wie ist es zu der Veranstaltung hier in Groß-Gerau gekommen? Wir haben einen 52-Wochen-Botschafter und das ist der Markus Reichel. Der Markus Reichel engagiert sich seit 10 Jahren mit allem, was er hat und kann, für die Kinderhospizarbeit und macht diese Charity-Veranstaltung jedes Jahr. Das Charity hat ja nicht nur den Zweck, dass wir natürlich Spenden brauchen, um die ganze Arbeit zu finanzieren, sondern wir brauchen vor allem auch Öffentlichkeit. Wir brauchen Menschen, die verstehen, was Kinderhospizarbeit ist, worum es geht. Und es ist so eine tolle Chance, Kinder hier zu haben und den jungen Fans zu zeigen, schaut, euch geht es doch eigentlich ganz gut. Ja, das sind Kinder in eurem Alter, die sind schwerst krank. Und wir können viel dafür tun, dass es denen auch gut geht.